Hallo Leute, jetzt sehen wir uns mal zum Endresultat. Zum Endresultat über das EPF1 von ePowerFun.de in Urban Jungle. Ja. So, hier ist das gute Stück. So, ich hoffe, ich schnaufe euch nicht so sehr voll. So, also, ja, was soll man sagen? Also, ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich das den Scooter zurückgebe. Das liegt aber nicht daran, dass er schlecht ist. Also der Scooter ist ein Top-Gerät, kann man nicht anders sagen. Der einzige Grund, warum er zurückgeht, ist halt, dass er hier und da ein paar kleine Sachen hat, die mir nicht gefallen. Die werde ich auch erwähnen. Und aber hauptsächlicher Grund ist, dass ich halt wirklich ich für die Leistung des Motors zu schwer bin. Ja? Das merkt man halt daran. Er fährt zwar super mit mir, ja, gerade Strecken, leichte Anstiege, kein Problem, ja, aber sobald es ein bisschen, sage ich mal, höher wird, also der Anstieg ein bisschen steiler wird und mehr Grad hat, dann hat er wirklich zu kämpfen. Dementsprechend ist natürlich auch die Reichweite bei mir, weil der Motor halt so viel leisten muss, nicht mehr so gegeben. Also ich habe gesagt, ich komme zwischen 15 und 20 Kilometer, aber trotzdem, das ist gut, ja, das ist gut. Ihr müsst überlegen, ich wiege 120 Kilo, ja, also ich habe wirklich dem Scooter das Maximum abverlangt. Was mir jetzt natürlich nicht gefällt, ihr seht hier überall sind so ein paar Sticker aufgeklebt auf den Scooter. Ja. Da machen wir auch mal ein bisschen Review von. Ja. Warum, wieso, weshalb. Ja. Aber ich kann euch erstmal sagen, es hat alles seinen Grund. Ja. Also, aber erstmal grundprinzipiell, ja, ist das ein guter Scooter. Ja. Ich hätte ihn behalten, wenn ich nicht so schwer gewesen wäre, wie ich wäre. Wenn so ein paar Sachen, die mir jetzt nicht so gefallen haben, nicht gewesen wären. Ja, aber wir können über alles reden. Ja, wir müssen halt alle Punkte mal benennen. Und wir fangen jetzt erstmal mit dem ersten Punkt an. Und das ist die Achse. Ja, also wir gehen mal hier hinten hin. Machen den schönen Sticker hier weg. Für den Punkt. Ja, so. Die Achse musste ich ausbauen. Weil, also der Scooter ist jetzt natürlich hier schön sauber. Ich habe natürlich geputzt. Ne? Weil er zurückgeht, habe ich ihn natürlich wieder vollkommen sauber gemacht in der Firma. Ja, so gut wie es geht. Ja, weil das Wetter war natürlich schlecht. Ja, dementsprechend sah er auch hier und da aus. Und deswegen habe ich ihn auch alles abverlangt. Und deswegen ist auch das wahrscheinlich passiert, was passiert ist. Ne? Weil wir durch ein Wasser gefahren sind, durch Pfützen und durch Matsch und was weiß ich. Hier seht ihr so einen Messingring. Ne? Das ist so ein Abstandsring. Den gibt es auch auf der anderen Seite. Da verkrampfe ich mich jetzt nicht hin. Jedenfalls, der war komplett ungefettet. Und innen drin, ja, war auch ein leichter Grat. Ja, und der läuft auch auf der Achse mit. Und mit der Achse, die hier durchgeht und dann hier gegens Lager geht. Und wenn sowas natürlich komplett ungeschmiert ist und trocken läuft, kann es natürlich anfangen zu quietschen. Das ist ganz klar. Besonders wenn Wasser reinkommt und noch vielleicht ein bisschen Schlamm, Dreck, so Kies, also so ganz feine Sandkies, ja, dann fängt das natürlich an zu quietschen. Und das war es auch, weil wo ich das dann auseinandergenommen habe und dann gereinigt habe, war es weg. Ja, also wie gesagt, dieser Abstandsring, dieser goldfarbene oder Messingfarben ist auch auf der anderen Seite der Achse. Und wenn man sowas muss man halt fetten und schmieren, ja, sonst quietscht das. Aber jetzt ist wieder komplett leise der Roller, also man hört gar nichts bei der Fahrt. Absolut null. Einfach noch super Qualität. So, muss man halt ein bisschen nachbehandeln. Ne? So, das war jetzt die Sache mit der Achse. Ja. Die nächste Sache ist die Sache mit der Anzeige. Ja, also da gehen wir mal hin. Das ist jetzt hier oben. Ich mache mal den Sticker hier auch wieder weg. So, hier die Anzeige. Die ist so leicht. Die Blende. Vielleicht, ich kann das als schlecht zeigen. Ich versuche es mal hier so zu zeigen. Ja, man kann das hier so leicht bewegen. Das ist mir halt aufgefallen, wo ich den Roller, wenn ich den Roller hier oben anfasse. Ja, also es hat ein bisschen Spiel. Ist jetzt aber keine große Sache. Nur wenn man seine Hand halt hier oben den Roller hier so festhält, merkt man, dass das halt nicht ganz fest ist, dass es locker ist. Aber das ist wirklich keine große Geschichte. Ja. Im Ganzen ist er top. Ja. Ich kann jetzt auch mal nochmal anschalten. Man sieht, vollgeladen. Ja, hier oben der S. Es gibt nur S. Ich habe gedacht, man kann halt das wegschalten und kann auch in so einen Eco-Mode fahren. Aber nein, es gibt nur S. Ist aber auch gut so. Wer will einen Eco-Mode?
Jeder will die volle Power in seinem Roller. So, mach wieder aus. Na, also ihr kennt ja dieses Menü, ich glaube. So schalten wir es ein. Und wenn man hier nochmal drückt, macht man das Licht an. Vorne wie hinten. Ah, hier ist vorne das Licht jetzt an. Wenn man nochmal drückt, geht es auch wieder aus. Hinten natürlich auch. So, das war der Punkt 2, das Display. So, Punkt 3. Ja, das Gas. Ich mache mal hier das Ding weg. Ich habe jetzt gemerkt, ich fahre jetzt ja ungefähr seit 4, 5, ja, 6 Tagen. So ein bisschen was über 60 Kilometer, an die 70 Kilometer habe ich jetzt drauf gefahren. Und das Gas hier, das ist nicht mehr so ganz, sage ich mal, leichtgängig. Es bleibt manchmal auf einer Stellung hängen. Ja. Und dann fährt er ohne Gasdruck, weil er hängen bleibt. Ich kann das jetzt natürlich nicht simulieren, ihr wisst ja, wie es ist. In dem Moment, jetzt funktioniert es einmal frei, aber wie gesagt, er ist ein paar Mal hängen geblieben. Warum, weiß ich nicht. Das ist auch das einmal nur passiert bei einer Ausfahrt. Also nicht einmal bei dieser Ausfahrt, sondern mehrmals bei dieser Ausfahrt. Also bei der letzten jetzt hier. Siehst du ja, eben wollte auch so wieder ein bisschen hängen. Ich keine Ahnung, woran das liegt. Ich bin aber der Meinung, mit ein bisschen Sprüh, Teflon oder Öl oder sowas. Oder irgendwie WD-40 wäre das behoben. Aber ich muss es erwähnen. Achso, hier, muss man ausmachen. Haben wir noch an. So, das war Sache Nummer 3. So, jetzt einer der großen Kriterien, weswegen ich den Roller auch zurückgebe, ja, ist jetzt zum Beispiel die Bodenfreiheit. Ne, ihr seht jetzt, das ist die originale Bodenfreiheit. Wir können ja mal gucken, zollstockmäßig, wie viel das ist. Hol mal einen Zollstock raus. So. Entschuldigt mir die Wackelbilder. So, jetzt gucken wir mal. Es handelt sich hier um circa 6 cm, maximal 7 cm Bodenfreiheit. Der Roller steht ein bisschen schief, weil er auf dem Ständer steht. Also das Problem ist nur, das ist nicht viel. Und wenn man da drauf steht mit bis zu 120 Kilo Lebensgewicht, dann federt der Roller nach unten, weil der hat hier zwei Stoßdämpfer da drin. Und dann federt er. Und wenn er dann federt, ist die Bodenfreiheit noch umso weniger. Und man setzt sehr schnell auf. Wenn der Weg ein bisschen uneben ist, zum Beispiel so erhöhte Beton, also Teergeschichten, zum Beispiel auf der Straße, die Straße ist ja nicht immer ganz eben, ja, oder der Weg oder der, wo man fährt. Und man hat so leichte, sage ich mal, Verwerfungen von der Hitze in der Straße und sowas, da kann man schnell mal aufsetzen. Wenn man da drüber fährt und ein höheres Gewicht hat, genauso wie niedrige Bordsteine, bin ich hier und da schon mal hängen geblieben. Also ich bin jetzt keine hohen Bordsteine hochgefahren, sondern ihr wisst ja, diese abgesenkten Bordsteine, wo man halt hochkommt, wo extra abgesenkt sind für die ganzen Rollstuhlfahrer oder Fahrradfahrer oder Rollerfahrer oder wie auch immer. Und da bin ich hier und da hängen geblieben und das war nicht schön. Erstens waren nicht schön die Geräusche, zweitens war nicht schön die Konsequenz. Die Konsequenz kann ich euch jetzt mal zeigen. Dazu muss ich den Roller bewegen. Ich mache mal kurz, unterbreche dieses Video und starte dann neu. Ja, ist schon ein bisschen blöd von mir zu sagen, ich unterbreche dieses Video und starte dann neu, weil das kann man ja schneiden. Also das wäre für euch ein nichtiger Übergang gewesen. Aber naja, gut. So, die Konsequenz seht ihr hier. Ja, ich mache mal hier das Ding auch wieder weg, den Aufkleber. So, die Konsequenz seht ihr hier. Ihr setzt halt auf. Ne? Hier, da sind auch die Aufsetzschäden, ne? Weil man durchfedert und dann aufsetzt. Und das Blöde, was jetzt passiert ist, hier ist ein Deckel. Dieser Deckel hier. Ich zeige es mal im Zollstock, dann bin ich mal in den Weg. Dieser Deckel ist der Deckel vom Batteriefach, nehme ich an. Und der ist natürlich hier mit so Schrauben gesichert. Ne? Die Schrauben sind nicht versenkt, die stehen raus. Mal sehen, ob man das sieht. So. Ihr seht das, die Schrauben stehen raus. So, und wo ich dann hier aufgesetzt bin, hat sie komplett die Ecke rausgerissen von dem Deckel. Also der Deckel ist nicht mehr dicht, weil die komplette Ecke weggeplatzt ist und die Schrauben hat es auch weggerissen. Und das ist nur vom Aufsetzen, das darf nicht sein. Hier muss ein Schutz sein, dass auch wenn aufgesetzt wird, das nicht an diesen Deckel geht. Also ich sage dem Hersteller, lieber Stefan, da musst du ein bisschen nachbessern.
Weil das kann nicht sein. Ich meine, das mit der Federung, das hast du dir wunderbar gedacht, aber wenn man dann aufsetzt, muss auch eine Sperre drin sein, dass man den Roller nicht beschädigt, so wie jetzt aktuell. Ja? Also es muss irgendwie hier ein Bügel sein oder so. Natürlich verringert das den immer noch die Bodenfreiheit, klar. Oder irgendwie so eine Schräge oder so ein Metall, keine Ahnung, so ein Metalldreieck, was nach hinten flüchtig ist, das. Wenn man aufsetzt, auf das Metall aufsetzt, das würde ich dann hier so hinmachen, was ich. Also von vorne nach hinten natürlich, ne, nicht umgekehrt, weil sonst würde ja das Ding verhaken, aber ich sag mal so ein Dreieck, was von vorne bündig nach hinten steigend ist, ja, dass wenn man dann aufsetzt, dass man dann auf diesen Metall aufsetzt und nicht hier auf dem Batteriekastendeckel, weil der ist aus Plastik und der bricht dann sofort weg, weil der ist auf dem gleichen Niveau wie das Rahmenmetall hier, wo hier schön gekratzt hat und dann ist natürlich die Beschädigung sofort da. Schrauben wurden abgerissen, Deckel wurde zerstört. Das ist jetzt halt auch so ein Mängel, deswegen, das gefällt mir halt nicht. Ist halt für mich unpraktisch, wenn mein Roller, sag ich mal, zwar 120 Kilo tragen soll, aber wenn ich ihm dann doch zu schwer bin und der durchfedern, dann ständig dann aufsetzt. Das wäre ist natürlich blöd. Ich weiß auch jetzt nicht, ob ich jetzt die Federn härter stellen kann oder sonst irgendwie was machen kann. Tja, deswegen, ich würde halt dem Hersteller den Tipp geben, danach zu bessern, dass wenn man aufsetzt, dass das irgendwie trotzdem geschützt ist, dieser Deckel hier. Und vor allen Dingen, die Schrauben gehören versenkt. Also so rausstehende Schrauben ist immer ein Problem. Man sieht, die hat es ganz schön mitgenommen, hier und da. Ja, also. Und das nur durch Aufsetzen über einen Bordstein oder mal kurz oder ja, einen niedrigen Bordstein, aber dadurch aber, dass ich so viel Gewicht habe, ist natürlich, ist wahrscheinlich der Roller dann zu tief gekommen. Oh, hier, das ist nur abgeklebt, damit keiner die Fahrgestellnummer sieht. Also das, weil die ist ja privat. So, hier habe ich auch noch einen Aufkleber hingemacht, den machen wir jetzt ab. Deswegen ist der Aufkleber da. So. Gucken wir mal hier, hier hat der Hersteller nachgebessert. Also Stefan oder China, wer auch immer. Hier ist wahrscheinlich eine kleine Undichtigkeit gewesen oder sonst was. Ist auf beiden Seiten und hier wurde einfach mit Silikon das ausgegossen. Keine Ahnung, was, warum, wieso, weshalb. Ist natürlich nicht so schön. Ja. Keine Ahnung, warum das so gemacht wurde. Ja. Oder warum das nötig war. Das ist der Punkt, der andere Punkt. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Ich zoome mal kurz raus. So, der nächste Punkt ist die Folie. Ich habe ja schon erwähnt, die Trittbrettfolie. Hier ist der nächste Punkt. Machen wir mal die Folie wieder. Aufkleber, den Merker weg. Die Folie, die löst sich hier vorne. Seht ihr das? Trittbrettfolie. Man kann sie zwar immer wieder andrücken, es ist auch noch sauber drunter und man könnte das bisschen nachkleben, ja, mit einem anständigen Kleber und dann würde das auch halten, würde ich nicht mehr lösen. Aber es ist halt nicht so optimal. Auf der anderen Seite war es auch hier. Ich muss halt immer wieder nachdrücken. Aber eigentlich ist die Qualität der Trittbrettfolie eigentlich eine ganz gute. Weißt du, warum sie an der Stelle halt nicht mehr gut hält? Ja. Hinten hält sie. Das war wirklich nur da vorne, die zwei Dinge. Jetzt habe ich es angedrückt, jetzt hält es auch. Vielleicht muss man es noch ein bisschen mal erwärmen, anföhnen und dann nochmal nachdrücken, weil, wie gesagt, ein Kleber aktiviert sich mit Wärme. Vielleicht war es dem Roller die ganze Zeit zu kalt und das ist alles noch zu neu und deswegen hält es nicht ganz. Also, das ist wirklich ein ganz kleines Problem, was man sehr schnell locker beheben kann. Also, das war jetzt nichts Großartiges. Also, deswegen machen wir da kein großes Aufsehen um. So, ich gehe nochmal auf weit. So, ja. Was haben wir noch? Ja, jetzt kommen wir zu Sachen, die nicht unbedingt am Roller erklärt werden müssen. Ja, also das. Ja, es geht zum Beispiel um die Reichweite. Ja, also die Reichweite, wie gesagt, habe ich am Anfang schon mal ein bisschen erwähnt. Das ist auch ein Grund, warum ich die Roller zurückgebe. Der Roller schafft mit mir halt, sage ich mal, ohne Leistungsverlust, also ohne dass er Leistung verliert, so an die 15 Kilometer. Dann würde ich noch weiterkommen, sagen wir mal,
Also ich denke dran, ich wiege 120 Kilo. Ne? Dann würde ich noch weiterkommen, gerade Strecke locker, bestimmt ein paar Kilometer würde ich noch weiterkommen. Es wäre kein Problem. Also auf gerader Strecke oder eine ganz mit einer oder eine leichte Steigung. Ja? Aber sobald irgendwie was, ein Berg kommt, den er vor oder sag ich mal eine Anhöhe oder eine Steigung, die er vorher locker gepackt hätte, ne? Die packt er dann natürlich nicht mehr. Ja? Weil er dann schon vom Akku her und vom Strom her, sag ich mal, ausgelaugt ist. Ja? Und deswegen ist das ein Kriterium und ist für mich halt. Ja, ich brauche mehr Power. Ich brauche mehr Power im Motor. Das ist der einzige Grund. Also einer der Hauptgründe, warum ich eine Rolle zurückgebe. Sonst das Design, das Styling, so wie er aussieht, wie er verarbeitet ist. Ja, es ist alles hier wertig verarbeitet. Kann ich nur sagen, das ist einfach vollkommen okay. Ja. Also auch das ganze Fahrgefühl bei dem Roller ist einfach super. Ja? Also da muss man hier, das ist von mir, das ist hier von meiner Kamerahalterung, also es gehört nicht dazu. Muss man sagen, das ist einfach alles ja, super. Ja, also da, ich hätte ihn gern behalten. Ja? Aber mir fehlt halt Leistung. Das ist halt einer der Hauptgründe. Da kann aber der Hersteller nichts für. Ja? Ich bin einfach zu schwer für diesen Roller. Ja? Er könnte höchstens einen anderen Roller bauen mit einem stärkeren Motor, ja, der mehr ja, für mich ist. Deswegen musste ich ja jetzt auch einen anderen Roller kaufen und werde ihn auch testen, wie der so ist. Und ja, ob der für mich geeignet ist, das werden wir dann halt sehen. Ja. Reifen, ich finde diese Reifen gut. Ja, diese Vollgummireifen, Luftkammerreifen finde ich gut, weil die sind pannensicher, da habe ich keine Bedenken, da kann ich fahren. Da habe ich keine Bedenken, ja. Die fühlen sich auch gut an. Der Komfort reicht mir auch. Also, ich habe jetzt noch keine Luftreifen gefahren. Beim nächsten Roller werden es Luftreifen sein. Da kann ich das besser beurteilen. Aber die haben mir schon gereicht. Und vor allen Dingen habe ich bei den Reifen keine Kopfschmerzen. Es sind Luftkammerreifen. Komfort war okay. Und ich kann überall durchfahren und muss mir nicht Gedanken machen, dass ich einen Plattfuß habe. Ja, oder dass mein Reifen, wie ich bei anderen gesehen habe, dass die Reifen anfangen zu eiern. Ja, oder sonst irgendwie was ist. Oder irgendein Umwucht oder sonst was drin reinkommt, ja, aber in die Reifen, in diese, wie, ich weiß noch nicht, wie das bei den anderen passiert ist, aber ich habe das schon gesehen und das hat mir nicht so gefallen, ja, also das möchte ich nicht haben, ja, aber ja, beim nächsten Roller werden es Luftreifen sein, mal sehen, ob das bei mir dann auch der Fall ist, ja, oder ob ich da Glück habe und der Hersteller schon nachgebessert hat und das nicht mehr passiert. Ja, ich schicke mal einen Zollstock hier hin. Ja, wollen wir hier keine beschissene Werbung machen. Komische Zollstock rausgeholt hier. So, legen wir mal so hin. So. Ja. Und ja, und dann haben wir noch eine Kleinigkeit, ja, die für den Roller halt nicht so vorteilhaft ist, ja, und war, ja, ist halt, finde ich, das Ladekabel, ja, also das Ladegerät und das Ladekabel, das Ladegerät ist ja in Ordnung, vollkommen in Ordnung, das ist ja ein Standard-Ladegerät, denke ich mal. Aber das Ladekabel ist so steif, das ist so hart und steif und so unflexibel, das gefällt mir überhaupt nicht. Ja, das muss nicht sein. Ja, also wenn man da so ein steifes Kabel hat, was überhaupt keine richtige Elastizität hat, ja, und das dann so steif da rumhängt, ja, also dass man das richtig, ja, also ich hätte mir da, sag ich mal, ein elastisches, bessere Kabelqualität gewünscht, ja. Also ein steifes Kabel, das ist jetzt nur halt mein Denken von der ganzen Geschichte vom Ladegerät, was mich da gestört hat. Ja. Dann hier so, das ist halt alles super verarbeitet. Ja. Warum das außen liegend ist, keine Ahnung. Kann man das auch innen liegend machen? Keine Ahnung. Das wäre vielleicht meine Idee gewesen. Im anderen ist es innen liegend. Aber das ist auch vielleicht dem Preis geschuldet. Ja. Und ich meine, es sieht trotzdem noch toll aus, dass es umwickelt wurde. Nicht einfach die Kabel wie beim Little Roller, dass da nur die Kabel sind. Ja. Sondern dass es hier noch so abgeschirmt wurde, dass es halt zum Design passt. Also ich finde es gut gemacht. Ja. Also der ganze Roller ist wirklich eine Top-Geschichte, top verarbeitet. Ja. Und deswegen ist das alles super. Ja. Hier, das hat mir auch nicht so ganz gefallen. Die Schrauben, die sind auch nicht so 100% reingegangen und die haben sich auch nicht so 100% versenkt. Fand ich jetzt auch nicht so super bei der ersten Montage. Das muss man ja selber machen, wenn man das Oberteil montiert. Ja, aber sonst. Die Bremsen sind gut, das Fahrgefühl ist gut, da eiert nichts, da achtet nichts, der Motor hat eigentlich genug Saft, nur halt bei mir reicht es nicht ganz, ja, weil ich halt so schwer bin.
Genauso auch die Bodenfreiheit ist eigentlich okay, aber bei mir reicht es halt nicht, weil ich so schwer bin. Ja. Viel schlimmer ist sowas hier. Ja. Ich habe das Nummernschild wieder abgefriemelt, hier Klebereste und talala. Und warum man da so ein Nummernschild machen muss, was so schwer abgeht, keine Ahnung, damit es keiner klauen kann. Keine Ahnung, was sich der Gesetzgeber oder der Versicherer wieder da gedacht hat. Also das muss daran liegen, dass das halt, wenn man die entfernt, dass die kaputt gehen. Keine Ahnung, diese Klebeschilder, diese Klebenummernschilder. Naja, kann aber der Rollerhersteller nichts für, aber naja gut. Ich will halt dem Stefan oder dem Hersteller den Roller wieder so zurückschicken, dass er halt ja, noch im angenehmen Zustand ist und nicht hier irgendwie runtergerockt. Ja? Also ja, ich hätte ihn echt gern behalten, aber es ist einfach, er würde mich auf die Dauer nicht glücklich machen, ja, weil er einfach hier und da einfach nur zu wenig Leistung hat. Und so ein paar kleine Verbesserungen braucht. Deswegen, Stefan, ich bitte dich, falls du das Video siehst, ich meine, du wirst dir bestimmt nicht von jedem YouTuber das Video zu deinem Fahrzeug angucken, aber falls du das Video siehst, diese paar kleinen Punkte, die ich genannt habe, wenn du die verbessern könntest, das wäre echt super. Da wäre ich gern wieder Kunde bei dir. Ja, und vor allen Dingen auch, wenn du einen Roller bauen könntest, der stärker ist, also der ein bisschen mehr Kraft hat, einen stärkeren Motor, das wäre echt interessant, ja, weil du weißt, bei den Rollern, also der Roller ist eigentlich top, aber bei den Rollern ist wichtig die Steigfähigkeit. Ja, das vergessen viele Hersteller. Die Steigfähigkeit ist halt schon wichtig, ja, weil die meisten Leute wohnen halt nicht in den Niederlanden, wo es alles gerade ist, sondern die wohnen halt in Gegenden, wo halt auch viele, sag ich mal, kleinere Berge, höhere Steigungen sind, in Dörfern und sonst was, ja. Und wir fahren ja auch da lang und fahren auch durch die Natur. Und dann will man natürlich die Steigung schaffen und kein Problem haben. Also dann eine Bitte an den Hersteller, wenn du wieder mal über einen neuen Roller nachdenkst, über ein neues Modell, schau mal, dass du die Motorleistung hochkriegst. Ja? Und ein dickerer Akku wäre auch okay, ja. Auch wenn es ein paar Kilo mehr sind dann auf dem Roller, ist immer noch gut, ja. Weil im Endeffekt hat man eine höhere Reichweite und da hat man einen stärkeren Motor und dann ist man mit glücklich und dann fühlen sich auch so Schwergewichte wie ich auf den Rollern perfekt aufgehoben. Ne? Aber ich muss es erst noch mal sagen, der Roller ist eigentlich geil. Leider bin ich zu schwer. Okay, das war's, Leute. Mir fällt jetzt weiter nichts mehr ein. Motorkraft habe ich erwähnt. Ja, könnte auch ein bisschen mehr sein. Das wäre halt gut für mich. Ja, also für so schwere Leute wie mich. Weil, wie gesagt, 120 Kilo müssen bewegt werden. Ja. Was fällt mir noch ein? Ja, nix. Ja, das war eigentlich alles. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Endfazit. Der Roller wird jetzt wieder verpackt. Er geht wieder zurück. Leider. Und ja, und ein neuer Roller ist auf dem Weg, der halt andere Werte hat. Wollen wir mal schauen. Und dazu dann weiter. Demnächst. Zu dem neuen. Und ja, ich wünsche dem Stefan und seinem E-Power Fun und diesem und seinem Geschäft wünsche ich alles Gute. Er hat ein Top-Produkt gemacht. Ja, also Top-Produkt ist das. Kann man nicht anders da sagen. Und ich bin wirklich kein enttäuschter Kunde. Ich bin nur ein Kunde, der leider als Kunde zurücktritt, weil das Fahrzeug für ihn nicht perfekt ausreicht. Ja, also ja, weil ich einfach aus der Masse heraussteche mit meinen 120 Kilo und dadurch das Fahrzeug halt leider für mich dann halt ja nicht genug Leistung bringt. Also, ne? Und deswegen. Also sonst wäre ich gerne beim Stefan Kunde geblieben. Aber leider hat es nicht sollen sein. So, dann bedanke ich mich an alle. Das ist jetzt von eurem Erklär-Otto das Statement zu dem EPF1 von ePower Fun. Ja. Und wie gesagt, ist ein Top-Produkt. Wenn ihr das Ding kauft, ihr macht da nichts Falsches. Ja, also es ist wirklich ein echt ein Top-Produkt. Aber achtet halt drauf, dass ihr nicht so schwer seid. Also bleibt am besten unter 100 Kilo. Ja, da habt ihr den meisten Spaß mit dem Roller. So, das war's jetzt vom Erklär-Otto. Macht's gut, bis demnächst. Der nächste Roller kommt. Er ist schon auf dem Weg. Und ich hoffe, dass euch die nächsten Videos von mir dann auch interessieren und gefallen. Bis dann. Macht's gut.